Herzlich willkommen zur ersten Folge von The Banner Saga, dem ersten Teil der Trilogie. Ob ich diese drei Teile hier spielen und zeigen werde, weiß ich noch nicht so genau. Wir fangen erstmal mit dem ersten an und je nachdem, wie er mir gefällt, dann später eventuell auch mal die weiteren Teile. Irgendwann. In den Optionen kann man leider nur die Sprache und den Ton ein- und ausschalten. Man kann hier leider nicht irgendwie ein bisschen justieren, dass die Musik ein bisschen leiser ist, der Ton ein bisschen lauter, die Sprache ein bisschen lauter. Das finde ich sehr schade. Ansonsten Schwierigkeit versuchen wir uns mal an nochmal. Herausfordernde Kämpfe und die Helden müssen sich ausruhen, um sich von ihren Verletzungen zu erholen. Wir versuchen das mal so. Das Ganze hier ist ein Rollenspiel mit Entscheidungen, die sich durchaus auswirken sollen. Außerdem geht es hierbei vor allem darum, mit Verlusten klarzukommen, so von dem, was ich bisher so dazu gelesen habe. Und das Ganze wird dann noch garniert mit ein paar rundenbasierten Kämpfen. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Sprachausgabe ist Englisch, aber es gibt deutsche Untertitel. Die Geschichte in The Banner Saga variiert je nach den Entscheidungen, die du triffst. Hin und wieder wirst du zwischen den Hauptcharakteren wechseln und aus verschiedenen Perspektiven verfolgen, wie... Wie auch immer. Die Götter sind tot. Seither haben Menschen und Riesen sich zu einer brüchigen Allianz zusammengeschlossen und schwarze Zerstörer namens Wüter tief in die nördliche Einöde getrieben. Dies ist eine Ära des Wachstums und des Handels. Das Leben geht weiter. Nur eins hat angehalten: die Sonne. Sjá dregjana á ferli meðan voru. It has been several long months on the road. The first signs of snowfall accost us on our approach to Strand, largest of the trade cities on the Val-human borders, and our last collection before returning to the capital. Several days ago, the sun simply came to a stop in the sky. Though during these long winter days, none of us can be certain how long it has been this way. Some of the men in the caravan have taken it as a dire omen. I am not quick to superstition, but I myself will be glad to be done with this year's rounds. We have been warned by stranded travelers about brigands on the path through Richhorn, our road home. Our captain seems unconcerned. Perhaps he is as eager as I to be done here. We will rest here this day and inquire further when we speak to the governor. Okay, wir scheinen also die Riesen zu spielen, da sie ja groß sind und Hörner auf dem Kopf haben. Okay, du bist gerade rechtzeitig gekommen. Das Oberhaupt in Rot und seine Männer sehen sich jetzt einem härteren Kampf gegenüber, als sie dachten. Klicke auf den Bildschirm und halte die Taste gedrückt, um dich umzusehen. Klicke auf das Häkchen, um fortzufahren. Okay. Diese Porträts zeigen die Reihenfolge der Initiative in Runden von links nach rechts. Deine Verbündeten sind blau, die Gegner rot. Nun bist du an der Reihe. Juhu. Erste Bewegung, dann
Erst Bewegung, dann Aktion. Dieser Kreis bedeutet, dass dein Schildträger aktiv ist. Die blauen Felder um ihn herum zeigen, wohin er sich bewegen kann. Einige Charaktere beanspruchen mehr Felder als andere. Die gehörnten Verbündeten gehören zu einem Volk namens Varl. Sie benötigen je 4 Felder, Menschen dagegen nur ein einziges. Dies kann deine Strategie stark beeinflussen. Klicke auf das Feld, auf das du dich bewegen möchtest, dann zum Bestätigen auf das Häkchen. Bewege deinen Schildträger hinterher, um ihn in Reichweite für einen Angriff zu bringen. Okay. Hierher, nicht hinterher, ne? Hierher bringen, so. Um einen Feind anzuvisieren, klick auf das Feld, auf dem er steht. Felder von Verbündeten sind blau, Felder von Gegnern rot. Visiere nun diesen Feind an, indem du auf sein Feld klickst. Ja, okay, er hat 4, 5. 2, 5. Du kannst entweder die Stärke eines Gegners angreifen oder seine Rüstung zerstören. Die Zahlen unter den Symbolen 2, 5 zeigen den Schaden an, den du am jeweiligen Wert bewirkst. Stärke zählt sowohl als Gesundheit wie auch als Schaden. Ein Verlust von 2 Stärkepunkten bedeutet, dass du nun 2 Schadenspunkte weniger bewirkst. Okay. Das ist eine interessante Mechanik. Wenn die Stärke auf 0 reduziert ist, fällt der Charakter in der Schlacht. Rüstung blockiert Stärkeschaden, kann jedoch durch Rüstungsangriffe zerstört werden. Wenn du Rüstung zerstörst, machst du den Gegner empfänglich für künftigen Schaden. Dein Feind hat nur noch 5 Stärkepunkte. Ein Angriff auf seine Stärke wird ihn töten. Klicke jetzt auf die Faust, um seine Stärke anzugreifen, dann bestätige deine Auswahl. Okay, weil wir hier wahrscheinlich mit... weil wir 9 Schaden machen. Wir haben 9 Schaden und 9 Gesundheit. Das ist eine interessante Mechanik. Okay. Zack. Es ist erledigt. Wenn du jemanden besiegst, wächst stets dein Ansehen, das du später verwenden kannst, um deine Charaktere zu verbessern. Wenn du eine Aktion ausgeführt hast und ist dein Zug vorbei, der Gegner ist als nächstes dran, es wird stets abgewechselt, auch wenn du in der Unterzahl bist. Das ist auch nett. Trotz vollständiger Stärke wird das Oberhaupt wenig Schaden an der starken Rüstung deines Schildträgers bewirken. Jetzt ist ein Kriegsfalke am Zug. Offenbar sind diese Gegner nicht in Reichweite, aber alle Charaktere können Willenskraft einsetzen, um ihre Aktion zu verbessern. Willenskraft ist eine begrenzte Ressource, setze sie also klug ein. Wenn du auf goldene Felder klickst, kann ein Charakter sich weiter als gewöhnlich bewegen. Dies kostet einen Willenspunkt pro goldenem Feld. Rote pulsierende Felder unter deinem Gegner zeigen, wie nahe du heran musst, um in Reichweite zu gelangen. Bringe deinen Kriegerfalken jetzt in Reichweite für den Angriff. Okay, müssen wir hier hin. Okay, ob das so gut ist, da stehen 2 nebeneinander. Standardangriffe betreffen nur einen Gegner, doch dein Kriegsfalke hat eine Spezialfähigkeit, die ihm einen besonderen Vorteil verschafft. Klicke auf das Feld deines Kriegsfalken, um auf seine Fähigkeit zuzugreifen. Ah, wenn du auf das Feld deines Charakters klickst, bekommst du all seine Kampfoptionen angezeigt, darunter Bewegen, Fähigkeit, Angreifen und Zug beenden. Klicke jetzt auf das lila Symbol Fähigkeit. Wirbelwind. Es wird eine Beschreibung der Fähigkeit in der Kurzinfo unten angezeigt. Der Wirbelwind des Kriegsfalken gestattet ihm, mehrere Gegner zugleich zu treffen. Wähle einen Gegner aus und bestätige deine Auswahl. Genau hier. Normaler Stärkeschaden an 2 benachbarten Gegnern beginnt beim Ziel im Uhrzeigersinn. Wie viel Stärke macht er denn? 13. Normaler Stärkeschaden, der macht jetzt mal eben so 13 Schaden. Das heißt, sie sind gleich beide tot. Zack. Das war kurzer Prozess mit den Leibwächtern des Oberhaupts. Wenn nur noch ein Gegner übrig ist, wird bei den Spielern der Plündermodus aktiv. Dabei bewegt sich der Charakter der Reihe nach und es gibt keine garantierten Züge mehr. Überprüfe die Initiative, um zu sehen, wie sich die Reihenfolge geändert hat. Deine Verbündeten können sich jetzt 2-mal nacheinander bewegen. Okay. Wenn sich ein Charakter bei seinem Zug nicht bewegt, kann er rasten, um einen Willenspunkt zurückzuhalten. Das Oberhaupt rastet in diesem Zug. Offenbar steckt das Oberhaupt in Schwierigkeiten. Dein Schildträger kann die Angelegenheit nicht mit einem normalen Angriff erledigen, jedoch mit Willenskraft einsetzen. Um den Schaden zu steigern, klicke auf das Feld des Oberhaupts, um anzugreifen. Stimmt, wir haben jetzt nur noch 8 Gesundheit und deswegen können wir auch jetzt nur noch 8 Schaden machen.
Klicke auf das Feld des Oberhauptes, um anzugreifen. Klicke auf die Faust, dann auf die Sterne über der Faust, um die Willenskraft zu steigern. Die Anzahl der Sterne, die in einer Runde verfügbar sind, werden vom Wert Anstrengung bestimmt. Das ist das hier. Wenn du die Willenskraft steigerst, erhöht sich die Schadenszahl. Klicke auf einen Stern und dann auf das grüne Häkchen, um diesen Gegner zu töten. Also erst hier hin, dann auf den Stern. Wir haben einen Willenskraft, deswegen können wir einen Stern machen. Damit erhöhen wir jetzt den Schaden um 1 auf 9. Und das Oberhaupt ist tot. Sieg. Die Feinde, die tot zu deinen Füßen... Kriegsfalke. Besiege einen Feind mit einem Kriegsfalken. 6 Ansehen. Like a rabbit wolf, that one. How did it come to this? We fool ourselves, believing that peace will last. My grandfather built all this from a poor fishing village, you know. He watched the gods die, watched the chaos that followed, watched man and var slaughter each other, even before the dreads arose. All we've done is traded one struggle for another. Now that there are no more dreads to war against, we war against ourselves. This chieftain meant to kill me, and he's not the first. A dozen families in the city would gladly take my chair. This one had men waylaying merchants, both north and south of the city, strangling trade quite well, I would add, though he denied it to his last. This sort of wolf doesn't stop biting because the head is cut off. It just grows a new head. I am in a bad way, my friend. Help me finish this fight and I'll gladly send you on your way with double our king's tithe. Take any men you need. They're loyal. I promise you that. They will meet you down in the proving grounds. Kapitel 1. Nur die Sonne steht still. Ein Mann, der dir vertraut vorkommt, gesellt sich zu dir, als du aus der großen Halle kommst. Er kommt direkt zur Sache. Ja? Was ist? Eirik, Vogt vom Strand. Ich kümmere mich um die Geschäfte des Statthalters. Ubin, nicht wahr? Ganz recht, ich bin nur wegen des Zehns hier. Was gibt es? Wir sind mal Freunde. Wir sind ja Verbündete, glaube ich, ne? Ganz recht. Der Statthalter sagt, du würdest uns helfen. Scheint recht chaotisch hier, Eirik. Woran hast du gedacht? Ich war nicht direkt einverstanden. Scheint recht chaotisch hier, Eirik. War schon schlimmer. Wir haben diverse Eisen im Feuer. Was genau will er? Es sind ein paar Skalfinger aus der großen Halle gekommen, in der ihr die anderen niedergemetzelt und das Oberhaupt besiegt habt. Der Statthalter ist daran interessiert, dass ihr nicht zurückkommt. Ich hatte gehofft, dich auf dem Marktplatz bei den Docks zu treffen. Wenn es noch jemanden gibt, um den man sich Sorgen machen muss, weiß ich, wer uns das sagen kann. Klickt auf das Marktzelt, um dem Händler Besuch abzustatten. Okay. Lass mich das machen. Du schlängelst dich durch Häusereien mit offenen Fronten und verfallenen Verkaufsständen. Buntes Segeltuch flattert auf einem trüben Fluss. Ein Mann wird auffällig bleich, als du dich ihm näherst. Hart, ich bin heute nicht in Stimmung. Wozu? Zu Diskussionen mit Idioten. Das Oberhaupt des Skalfinger ist vor einer Stunde verblutet, Hart. Wenn du mir also sagst, in welchen Rattendarmen die anderen zurückgekrochen sind, versucht diesmal keiner, dich umzubringen. Ich rede nicht mit... Die reden nicht mit mir. Eirik, brauchst Hilfe? Dazu fehlt mir die Geduld oder nichts sagen. Wir sagen nichts. Eirik wirft den wackeligen Tisch um. Hatz Krempel verteilt sich auf dem Boden. Götter! Eirik, du trägst ein bisschen dick auf, meinst du nicht? Wo sind die Skalfinge? Adeling, oben, bei der Ostmauer. Aber meine letzten Informationen sind Monate alt. Hart schleicht sich auf einen Wink von Eirik fort und holt Sachen aus seiner Hütte. Er geht eine Weile in Deckung, schätzt du. Dein Leibwächter tritt vor.
Sind wir hier fertig? Gunulf, hast du in der großen Halle grün getragen? Nein, ich habe sie einfach gekauft, als du herumgegangen bist. Warum? Du siehst aus wie ein Frosch, nur seine Frage sieht gut aus. Okay, so wie er gerade hier... siehst aus wie ein Frosch, ist herrlich, das müssen wir nehmen. Besser als eine Aubergine. Gunulf geht los, um sich weitere Verkaufsstände anzusehen. Eirik, dieser Mann von dir scheint bestenfalls unzuverlässig. Kein blinder Hund würde hart trauen, aber er war Skalfing. Wenn sie sich die Wunden lecken, tun sie das bestimmt in einem vertrauten Schlupfwinkel. Adeling ist eine Metschenke? Ich glaube, dass es ein ironischer Name ist. Hör mal, ich weiß einen, der gerne ein paar dieser Skalfinge niedermachen würde. Ich gehe ihn suchen. Wir sehen uns dort. Sollten wir nicht irgendeinen Plan haben? Wo ist dieser Ort nochmal? Ja, sollten wir nicht irgendeinen Plan haben? Das ist doch gar nichts. Na komm, du hast heute schon Schlimmeres überstanden. Sorg nur dafür, dass der Statthalter an sein Versprechen denkt. Verdopple den üblichen Zehnt. Ich erinnere ihn daran. Ihr kommt vor Adeling an. Jedenfalls glaubst du, dass es Adeling ist. Kurz darauf erscheint Eirik mit einer wettergegerbten Gestalt, die als Wahlgard vorgestellt wird. Ich mache das, sagt Eirik über die Schulter. Bereit? Diesen Kampf lasse ich lieber aus. Du gehst durch den Vordereingang, bringen wir es hinter uns. Du gehst durch den Vordereingang? Vielleicht können wir auch von hinten kommen, ein bisschen überraschen. Sie sind in eine Metschenke geflüchtet, meint Wahlgard. Ich würde staunen, wenn sie noch gerade stehen könnten, also dann wollen wir mal. Wahlgard tritt die Vordertür so hart auf, dass sie ohne Reparatur nicht mehr schließen wird. Als sie die Halle betretet, steht Eirik schon mit gezogener Axt an einem der Tische. Betrunkene Skalfinge bemühen sich, mit aufgerissenen Augen ihre Waffen zu finden, wobei sie Tische und Metkrüge umstoßen. Okay, dann haben wir jetzt den nächsten Kampf. Wir haben 4 Leute insgesamt. Kann ich hier jetzt noch umbauen? Leichter Schritt. Bewege dich frei durch Verbündete hindurch. Mhm. Da könnte man ja den auch hier hinterstellen. Keine Ahnung, was sich jetzt hier lohnt, ehrlich gesagt. Ist bestimmt gut. Wir machen mal bereit. Okay, er fängt an. Er muss jetzt mit einem Willenskraft, müsste er aufbringen, um ihn jetzt hier anzugreifen. Er macht 10 Schaden. Könnte sich lohnen, dann würden allerdings die anderen natürlich auch angreifen. Zerstörung, Anzahl direkter Schadenspunkte in der gegnerischen Rüstung bewirken kannst. Okay. Hm. Wenn ich ihn jetzt hier hinsetze, kommt der natürlich rein und haut mich. Von daher würde ich ihn gerne erstmal kommen lassen. Steinmauer, Angriff. Steinmauer klingt doch gut. Stärke und Rüstungsschaden werden eine Stunde lang blockiert. Stufe 1, 3 Schadenspunkte pro Schlag werden blockiert. Ach, dann hätte man jetzt natürlich auch ransetzen können. Hm. Machen wir einfach mal. Der kommt an. Zack. Hat nicht geklappt. So, dann können wir mit ihm hier jetzt hier angreifen. Der hat 6-6. Wir können ihn dann jetzt umhauen. Dahin gehen. Angriff. Auf. Stärke. Wir machen nur 2. Er hat 6. Ach ja, natürlich. Er blockt. Haha. Er blockt. Gut, Willenskraft lohnt sich jetzt hier noch nicht. Daran hatte ich natürlich nicht gedacht, dass der blockt. Okay, wir könnten jetzt hier angreifen. Ich meine, wir sind ja noch auf diesem blauen Feld. Das müsste ja eigentlich gehen. Der hat 5-8. Das heißt, wir würden jetzt 4 Schaden machen. Oder wir gehen hier mit ran und würden ihn umhauen. Ne, fast umhauen. Wir könnten aber eine Willenskraft benutzen, um ihn dann zu töten. Dann wäre der schon mal weg. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Angriff. Da. Da. Und eine Willenskraft einsetzen. Dann ist der erste schon mal tot. Okay,
Okay, den kann ich nur dahin bewegen. Der macht 15 Schaden. Wahnsinn. Wirbelwind bringt nichts. Zug beenden. Ablenken. Okay. Okay, er ist dran. Dann können wir mit ihm jetzt hier nach vorne gehen. Und angreifen. 4 Schaden müssten wir machen. Genau. Okay, die kommen jetzt langsam alle an. Dann hauen wir den hier jetzt um. Was macht denn Sammlung? Sammlung gibt einem Verbündeten in jeder Distanz Willenskraft. Okay, kann ich das jetzt wieder rückgängig machen? Ja, gut. Zack. Okay, ja. Das wird noch nicht... Gehen wir mal hier hin. Keine Fähigkeit. Okay, Angriff. Der wird 4 Schaden machen. Alternativ können wir natürlich auch das Schild ein bisschen runterhauen. Bringt uns aber, glaube ich, gerade noch nicht so viel. Das Gute daran, dass das so viele sind, ist, dass die immer ein bisschen brauchen, bis sie dann auch tatsächlich... So, gehen wir hier hin. Dass die immer ein bisschen brauchen, bis sie dann wieder nochmal dürfen. Wir machen Wirbelwind. Zack. Ach, den hat er sogar noch leicht mit touchiert. Okay, das ist interessant. Er hat jetzt 12 Schild. Rüstung blockiert Schaden. Wieso hat er 12? Da steht was von 13. Hm. Sun. Und jetzt ist er hier. 13. Er hat 13 bekommen jetzt. Moment. Der hat noch 4. Ja, den kriegen wir jetzt klein. Den hauen wir um. Wir machen 8 Schaden. Das reicht nicht genau. Nicht wirklich. Aber wir können hier zumindest schon mal angreifen. Vier Schaden. Reicht auch. So. Du bist dran. Danach ist der Kollege hier dran. Der Kollege hat 13, 10. 10, der würde den also schon locker kalt machen. Dann können wir mit ihm auch hier hingehen. Und hier schon mal attackieren. Wir würden nur 2 Schaden machen. Hier können wir vielleicht dann auf den Rüstungsbrecher draufgehen. Vielleicht mal so 3 Rüstung kaputt machen. Kein Schaden. Er macht jetzt noch 12. Das reicht gegen ihn auf jeden Fall. Und den können wir dann schon mal ein bisschen vorbereiten. Okay. Fam. Hier geht auf Rüstung. Das ist ganz gut. 10. Ja, der ist weg. So, und jetzt müssen wir noch den hier durchkriegen. Hier können wir jetzt die Spezialfähigkeit machen. Wir kommen da jetzt nicht mehr ran. Dann können wir hier nochmal eine Willenskraft draufschmeißen. Weil es geht. Und der haut ihn jetzt eh kaputt. Sieg! Die Feinde, die tot zu deinen Füßen liegen, ja. Angriffsmeister, besiege einen Feind mit einem Angriffsmeister. Wächter, besiege einen Feind mit einem Wächter. Beförderung, gehärtet durch Blut, Schmerz, Gundulf. 10 Ansehen, weiter.
Okay, und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Ja, und die Folge geht doch weiter. Kurzer Cut jetzt hier nach der Verabschiedung. Ich kann nicht speichern. Ich muss gucken, wann hier der nächste Safe-Punkt ist, vielleicht nach diesem Gespräch. Eirik. Da sind sie, verdammt, ich muss dieses Blut abwaschen. Eirik schaut aus den Fenstern der Halle auf die Bucht. Eine Flotte Langschiffe mit Segeln in kräftigem Rot und Blau nähert sich. Ein Banner ist mir vertraut, Vognir. Anwärter auf den Wahlsthron, als wir zuletzt gesprochen haben. Die andere Flagge sieht wichtig aus. Ja, wichtige Gäste. Siehst du, was mein täglich Brot ist? Ah, das ergibt schon mehr Sinn. Du hast gehofft, ich wäre daran interessiert zu sagen, hier ist alles wunderbar, wenn die königlichen Gäste kommen. Nicht ich, der Statthalter. Ich muss jetzt die verwesenden Leichen und die Berge von Eingeweiden aus der großen Halle kriegen, ehe sie reinkommen. Kann ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Worum geht's? Wenn du unsere Gäste unten an den Docks etwas hinhalten würdest, hätte ich nichts dagegen. Vielleicht tue ich das. Eirik und Valgard eilen aus der Metschenke. Zu seiner Ehre wirft Eirik dem Wirt etwas Silber wegen des Chaos zu. Du zuckst entschuldigend die Achseln und machst dich auf zu den Docks, um die Neuankömmlinge zu begrüßen. Okay, wird geladen. Jetzt denke ich, dass er gespeichert hat. Von daher sehen wir jetzt hier nochmal die Schiffe alle ankommen. Und bedanke mich jetzt nochmal fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns gleich wieder, wenn ich sehe, oh nein, es geht doch nicht weiter mit Speichern. Aber gut, bis dann.